großem Enthusiasmus verschlang der Zauberer den Inhalt des königlichen Tagebuchs. Von besonderem Interesse waren die letzten Seiten, in denen der König davon erzählte, wie sie die seit langer Zeit verlassenen antiken Ruinen gefunden hatten. Statuen der Tugend und Architektur jenseits jeglicher Vorstellung hatten den König sichtlich beeindruckt. Das Tagebuch des Königs beinhaltete nicht viel über die Artefakte, aber die anschaulichen Beschreibungen passten zu den Zeichen im Grab des ersten Hüters. Der Legende nach existierte ein Platz, den die Hüter ihr Zuhause nannten. Wenn dies wahr war und die Ruinen der Ursprung der Artefakte waren, würden unsere Helden am Ende vielleicht doch einige Antworten finden. Das Tagebuch enthält eine sorgfältig erstellte Karte der Ruinen. Sie waren in der Mitte eines weit entfernten Waldes. Unsere Helden folgten der Wegbeschreibung aus dem Tagebuch des Königs. Am Rande des Waldes hatte die Diebin eine merkwürdige Empfindung, ein warmes Gefühl in ihrem Herzen. Jo, Mace, süß, und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Train mit der lieben Ricarda. Hallöchen! Und zwar sind wir jetzt hier in dem komischen Fanglewald oder Fängelwald. Genau! Oder, keine Ahnung, wie das heißt. Okay. Ja. Fanglewald. Fangle. Fangle. Habe ich dich jetzt reingeredet? Nö, ne? Das hat schon gepasst, so, oder? Nee, bei mir hat sie gerade noch gequatscht, aber ist ja egal. Echt? Das ist ja, bei dir ist wahrscheinlich etwas früher fertig mit allem. Bei mir ist halt, glaube ich, mal, jetzt etwas. Hab ich drei Pfeile. Guck. Oh, toll! Wow! Plapp! Okay. Ich rüste mal einen Ritter aus. Ja, jetzt müsstest du ja eigentlich. Sein geilen Schwert hier. Ne? Jetzt müsste man eigentlich. Oh, nee, ich muss einen Zauberer wieder. Kannst du doch eigentlich normalerweise mit dem Zauberer vier Kisten machen. Ups. Du hast die Kisten. Ich hab die Plattform. Ja, aber du hast ja diesen Stein bei dir am Zauberer drin. Oh Gott! Was ist da los? Ein totes Skelett ist hier los. Da springt immer nur meine Pfeile, die Sau. Was? Ein intelligentes Skelett. Ja, warte. Schließt die nicht? Na, ich dachte, du machst das. Siehst du, deine Pfeile, die geben mir auch was her, ne? Wie, die geben dir was her? Geben mir auch was her an Damage. Echt? Ja. Quatsch. Du hast drei Stück, Mensch. Was denkst du, was die ordentlich ziehen hier? Ein Live. Jungs. So. Noch eins. Wo kommen denn die her alle? Das gibt's da nicht. Ich weiß. Oh, scheiße. Kommst du wieder nie klar. Musst du dich am besten hier rüberhangeln? Ich will da hoch zu den Heilungstränken. Naja, hier an dem. Genau da und dann. Hat voll toll funktioniert. Aber es ist eine gute Idee. Wir müssen dann eh darüber. Okay. Party in the Twine. Yeah. Oh, das war. Warte. Nein! Das gibt's und jetzt, nicht. Jetzt. Schwing und zack. Yes! So, und jetzt? Da unten Blau mal holen, haben wir schon. Jetzt hole ich den. Also, ich komme ja jetzt gut hier rein. Ja, du! Okay. Scheiße. Ich komme doch nicht mal hoch! Das müssen wir nochmal üben. Ich baue mal noch eine kleine Kiste, wenn es geht. Du. Ja, die ist super. Silvester. Yay, ich mache hier wunderschöne Skulpturen in den Himmel. Yay. Ich bin voll der Silvester-Freak. So. So, ja. Oh. Oh, da kommt noch eins. Ja, voll in den Baum. Und noch eins. Zack. Oh, hinter uns kommt noch eins. Das hat mich dann mal gemacht. Hä? Warum gehen die Plattform nicht hoch? Warte mal, das können wir gleich mal prüfen. Warum? Ist hier ein Schalter vielleicht? Das kann möglich sein.
Das kann möglich sein. Wir haben schon immer mal 3 Stunden an irgendeiner Stelle gehockt. Ach, warte mal, ich glaube, da muss ich bestimmt mit der Kriegerin, mit der Diebin. Okay, mit der Diebin, lern es doch endlich mal. Mein Gott. Da ist eine Plattform da drüben. Ich glaube, da müssen wir einfach bloß hoch. Hier drüben, gucke. Schreibst du mich hier nochmal so an? Ach ja, genau. Mache dich nützlich! So, knack. So, nanu. Okay, jetzt muss ich nur noch die Kiste wegmachen. So. Okay. So, eine feine Schwatzi, gute feine oben seine. Schwatzi, was? So, und das Level ist zu Ende. Jetzt schon nach 5 Minuten. Da unten ist eine schöne Kiste. Ja, ich weiß. Da unten ist auch ein Trank. Gut. Mir. Fischhaut gefunden. Was macht denn die Fischhaut? Nimm ein Objekt mit F. Inventar? Was macht denn die Fischhaut? Die Fischhaut, die Fischhaut, die Fischhaut. Ui, hier kann man wieder tauchen. Wo sind die Fischhaut? Ach da. Fischhaut ermöglicht unbegrenzten Aufenthaltsdauer im Wasser. Aha. Hä? Wo? 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 Fischhaut, die du gerade aus der Kiste geholt hast. Ach da, die sieht aus wie so ein... Die tue ich mir mal in meine Diebin rein. Der Krieger hat bei mir kaum irgendwelche Utensilien. Na, den nimmst du ja auch kaum. So, ich habe das bei ihm drin und dann... Können wir dort? Okay. Wie sagen wir eine Runde tauchen, wa? Da unten ist ein Dingsbums. Der Krieger schwimmt ein bisschen. Aber das ist immer mit dem Filz. Ja, mit seinem. Filz, mit dem Schild. Verbunden. Ja, ja, genau. So, sonst noch was hier? Sonst noch was Cooles? Hui, etwas Grünes. Geil. Jawoll. Sonst ist nichts hier, ne? Es geht auch nicht weiter nach unten. Nö. Okidoki. Juhu, Paddy im Wasser. Auch cool. Das Problem ist nur... Die Kisten sind von da drüben wahrscheinlich rübergeholt werden. Aber die kann man ja schieben. Ach nee. Eine ist sogar unten, ne? Warte mal. Achso, du bist der Zauberer. Wie kriegen wir die jetzt unten durch? Kannst du doch drüber heben über den. Du hast doch Zauberer, nicht? Warte. Zielte! Geht ja alles. Kannst du super gemacht. Ja, krieg ich auch ein Bienchen. Tschüss! So, was haben wir hier? Sieht schön aus, ne? Mit den Kerzen und so. Ups. Oh. Komm, ich mach euch platt alle. Traut euch. Okay. Ups, könnt. Ja? Warte. Ich glaube, das könnt es da drüben. Alles ziemlich schnell gehen hier. Wow! Guten Tag. Hey. Jetzt habe ich die Plattform verstellt. Hier. Willkommen zurück. Jetzt habe ich die Plattform verstellt. Oh Mist. Au, war ja. Du jetzt ganz hoch. Das ist böse. Doof. Erstmal rüber, genau. So, dann nochmal hoch. Und jetzt da hoch, genau. So, und jetzt bin ich hier wieder richtig. Unten. Was? Warum das denn? Man kann hier die Plattform nämlich auch aufhalten, guck. Ja, ja, so, dann sollte ich vielleicht meine Kiste drunter stellen. Warte, geh mal weg. Wenn das geht. So. Funktioniert. So, jetzt kann ich die Plattform... Okay, jetzt habe ich schon genügend Zeit. Wo kann ich auch hin? Ja, auf jeden Fall. Nee, doch nicht. Was machen die denn mit mir? Was mache ich denn überhaupt hier? So, jetzt. Super. Na, das war mal richtig clever. Ja, nur stehe ich auf der falschen Seite. Das war wirklich clever. Und ich mache hier ein Getängel. Ein Getängel, alles klar. Bist du... Nein! Oh, da unten ist ein Drang, den haben wir gar nicht gesehen. Ja. Oh. Was alles kaputt? Ich hab gar nichts kaputt gemacht. Doch, hab ich. Ich geb's zu. Lüge. Und einmal hier. Ach, ich bin oben. Hast du unten den Drang? Ja, den hol ich jetzt. Ich will den Drang schon holen. Ich hab den Drang, ich bin ganz oben. Okay, also du musst dann. Nichts mehr machen da oben, ja? Nee, ich dann hab's fertig. Bleib ich vielleicht unten? Geht's unten auch? Ja, mit einer Planke vielleicht?
Oh ja. Ist auf jeden Fall. Achso, da kommt du. Hast du ein Glück, dass ich da gerade so ein Ding gesetzt habe? Stimmt, hast recht. Ist mir jetzt gar nicht so bewusst sehr schön gewesen. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Hier würde ich gerne mal einfach mal eine Decke ausbreiten und schön genüsslich campen. Hm. Cool. Mhm, da oben ist noch was Leuchtendes. Nee, picknicken, nicht campen. Quatsch. Ja, guck mal, ich kann mir auch helfen. Ich brauche kein Hangelding. Warte mal, hier ist bestimmt. Oh, da unten. Da unten ist ein Trank, ne? Bock. Hast du gesehen, Spagat hier, hä? Jetzt sowas von. Sowas von. Und etwas Blaues. Ist da. Da drüben geht's gar nicht weiter, oder? Nee, da geht's nicht weiter. Wir müssen irgendwie unten lang. Möchtest du den da oben holen? Nö. Also ja, eigentlich ja, aber. Ja, siehst du, läuft. Es läuft. Warte. Ich prügel mich mal hier jetzt eine Runde. Ich mach mal alles klar hier. Alles klar. Na, jetzt geht's auch besser, weil das Schwert jetzt gegratet wurde, abgegratet. Ein Update verpasst bekommen hat. Oh, ich hab hier hinten einen Schalter. Das Ganze. Ja, du hast die Tür geöffnet. Sehr schön. Betätigt. So, oh, mein Gott. Was im Wasser. Wo? Ist hier Wasser? Unter der Brücke. Ja. Ach so, ja. Hä? Oh, irgendwo ist noch ein. Nee, das bin ich gewesen, ich hab Pfeile geschossen. Ach so, ich wollte gerade sagen. Ach, aber Pfeile, aber was soll denn das denn? Geht's hier unten weiter? Oder wird das jetzt wieder so eine knappe. Könnte mal, da unten geht's weiter. Oh mein Gott. Stachlich, Alter, oh, da oben Gott. Geht's aber auch weiter. Ja? Okay. Nein, pass auf! Da ist stachlich. Ja, da ist ziemlich stachlich. Warte mal, wir könnten mit dem. Man ist da immer so aufgeregt, wenn man den Stacheln einfach. Ja, man bleibt, ist. Ja. Passiert eigentlich gar nichts. Ach, guck mal. Besser geht's doch gar nicht. Warte. Klingt scheiße. Dumme ist, ich kann keine. Riesenplanke machen. Mach mal noch was, einer. Wird nicht kommen rüber. Naja, aber das Dumme ist, ich kann die hier nicht andocken. Mama ist auch schon. Muss die. Scheiße. Kannst du. Würdest du diese blöden Planken wieder wegtun? Warte, ja, mach ich sofort. Ich bin nicht hier ein kleines Problem. Hier, da kommt die dritte Runde. Das hat es jetzt nicht besser gemacht, eher noch schlimmer. Was denn? Ich stehe unten. Oh, komm, ich heb die Brücke damit. Hä? Was mache ich hier eigentlich wieder? Scheiße. Wow! Wow! Nein! Was? Gehört. Oh Gott, nein! Aber hier, guck mal. Ich bin wieder da. I'm back. Warte mal. Mach doch und halt die mal fest, die Planke. Oh, okay, das war dann wohl unsere. Das ist ja doof. Ja, ich kann bloß drei machen. Das Ding ist. Also, die Planke muss da trotzdem rüber. Ja, aber die wird nicht so groß, wie ich die hier. Ist egal, aber du kannst das so eine Planke einfach machen und das ich dann in der Luft halten und das ich draufspringe und rüberspringe. Ja, und ich? Ja, das ist klar. Wie soll ich denn rüberkommen? Das klären wir dann, alles klar. Aber würdest du erstmal hier eine Planke rüberlegen? Weil wie soll ich da rüberkommen? Hä? Naja, das Problem ist, weil die jetzt. Ich kann die ja nicht drehen. Doch, kannst du drehen. Na, wie denn? Ich kann sie mit. Super. Mit Dings drehen. Ich kann sie mit den Schultertasten drehen. Geht bestimmt bei dir auch. Mit Mausrad oder so? Ja, guck mal. Hast du es gedreht gerade? Guck. Ach ja, mit W. Ah, ist. Das war wunderschön, wie es funktioniert hat. Boah, so dieses Rumgedale. Warte mal. Uah, ich bin da. Nein! Ach! Was war das? Das war gerade kurzzeitig ein Pferd. So, okay. Kurzzeitig ein Pferd. Das ist manchmal echt. Ja, so super, so super. Kannst du so halten? Na, du springst einmal rauf und dann fällst du runter. Genau. Jetzt kann ich mal gucken, was hier so hinten ist. Jo, mach das mal. Da kommt man einfach weiter. Aber du kommst doch unten weiter. Nee, da ist stachlich. Ja, aber du kannst doch einmal eine Kiste drüberlegen, jetzt nicht? Kiste? Nee. Na, oder die, so eine Planke. Die Plattformen, die gehen doch kaputt. Kannst du die Plattform jetzt einfach ablegen. Dann hast du dann unten eine Brücke, genau so. Na, die Plattformen, die machen halt alles kaputt. Miau,
ja, Leo, wir wissen alle, dass du da bist. Ja, keine Ahnung. Oder wir tauschen sie mal kurz. Dann nimmst du mal kurz einen dicken. Kann ich... Nee, warte. Ach so, ich... Ich dachte, du kannst hier nein, unten. Nein, nein. Warte. Die andere... Hm. Nee, warte. Halt die mal dort. Oh. Nee. Drehen, verdammt. Ach so. Nee, oder leg die mal hin, jetzt unten. Wie? Hier unten? Ganz unten? Na, ja, ja. So auf die andere mit drauf, genau. So, jetzt probiere ich mal hier. Nee, zicke mir bei. Yes, nur eine Etage ist weiter unten. So. Dankeschön. Hier ist wieder eine Kiste. Ach du Sau. Ach so. Ich dachte jetzt, ich kann mich da gar nicht festhängen. Weil. Können wir hier tauchen? Wow. Oh ja! Hier ist sogar ein Trank. Den hole ich mir sofort. Und es geht weiter nach unten. Sehr tief nach unten. Okay, also meine, doch. Ich glaube, meine Stirn blitzt voll. Ich schwitze wie eine Sau. Der ist so ziemlich warm. Ja, ich hab nicht. Du bist fast tot. Ja, ne? Ja, du bist fast tot. Auch, ja, auch im Real Life. Was? Weil du so. Weil du so dermaßen schwitzt, ja? Nö, weil ich alt bin. Oh, na komm, hör auf. Ich bin oben, baff. Nabel da oben. Die von da oben haben überhaupt nichts zu sagen. Oh. Warte, da. Nein. Geht's da vorne auch noch weiter? Ja. Im Gewässer? Nee, ne? Nach rechts? Echt? Ja, hier. Haufen Tränke. Echt? Erzähl doch keinen. Das siehst du doch. Ich sehe gar nichts. Ich habe gerade eingesammelt und hier ist noch sogar noch eine Kiste. Oh, hier. Wie kommt man da ran? Hui! Ja, siehst du? Ja, ich sehe gar nichts. Da oben ist nämlich auch eine Kiste drin. Aber ich kann die ja, nicht öffnen. Ja, öffne. Ich auch nicht. Hä? Guck mal. Man kann irgendwie... Hä? Guck so. Pock. Ich öffne mal. Und zwar, ja. Der Dicke kommt da nicht rein. Halskette da. Eine Halskette! Jawoll, ja, ja, der Dicke. Echt? Geht's noch weiter? Nee, da geht's nicht weiter. Ich dachte. Du bist fast tot, denk dran, ne? Jetzt habe ich hier eine Halskette und erhöht den Schaden durch Waffen, die Mana verwenden. Und dann würde ich das sagen, komm das mal zum Krieger, ne? Oder? Verwendet der Mana? Weiß ich gar nicht. Der verwendet sowas von selten Mana. Ich glaube, das ist. Ich gebe das mal an Krieger, die komische Halskette. Ja, ich bin drüben. Bis der Arm ein bisschen was im Inventar hat. So. Bei mir ist die Halskette der Macht bei der Kriegerin. Gerade. Aber gut, dass du jetzt auch endlich Kriegerin sagst. Ich bin nicht alleine. Wieso? Hä? Ach so. Du auch Kriegerin sagst, dann bin ich wenigstens nicht alleine, dass ich andauernd verspricht. Das ist eine diebische Diebin. Ja. Na, brauchst du nicht. Tschüss! Ey, geht's noch? Was? Oh, wie schön! Ey, halt den Mund! Oh. Nix da schön! Ja, erzähle ja, komm, nicht! Komm, komm, guck das mal an! Oh, das ist schön, echt! Ich komm nicht! Doch, ich komm! Oh, das ist schön! Das ist wirklich schön! Komm, lass uns mal da vorne stellen und dann mache ich mal ein Selfie! Knipsi! Oh. Oh, ist das cool! Das ist schön! Ich würde jetzt gerade so gern. Na gut, die Diebin würde ich jetzt nicht gerade sein, weil es ist weiblich. Ich würde dann das Doofe ist. Hm? Ich hab dich gerade unterbrochen, es tut mir leid. Das Doofe ist immer, dass im Bild bei mir oben immer hier die Tastatur und die Maus anzeigt und dann steht da, nimm ein Objekt auf. Rechte Maustaste F. Gerade. Bei mir ist das nicht. Gerade bei diesem schönen Bild. Bei mir ist doch nochmal. Und jetzt nehme ich Warte mal ganz kurz. Sind das vielleicht doch die Pop-Ups? Ich gehe nochmal ganz kurz virtuelle Einstellung. Nee, jetzt habe ich... Die Tooltips habe ich nämlich außen, bei mir kommt hier kein Controller mehr. Nee, jetzt habe ich... mag sein, aber ich habe jetzt den Zauberer und da ist es nämlich nicht. Es ist nur, wenn ich den Krieger habe. Ach so, weil er kann... Ach so, natürlich, jetzt kannst du doch mit dem Krieger kannst du doch irgendwelche Sachen anheben. Ja. Wie geil ich die Brücke gestalte. Ich schmücke sie mit schönen Tulpen. Oh, du zerstörst das Ganze. Warum ich schöne Blumen? Klima vor allem.
Oh, herrlich. Ich so, bin froh, dann mache ich es vielleicht mal ein bisschen kühler, das Klima. Ja. Schau mal nach unten, ob es nach unten geht. Oder ob wir die Brücke hochgehen sollen. Die lacht sich mal runterhangeln. Nee, da unten, ich glaube, da stoppt man. Okay. Das ist geil. Was ist so, jetzt gib mir die mal, weil ich habe keine Lust hier, mir irgendwie was zu bauen. Danke. Ach, wie sie jetzt schon langsam diesen Befehl, den Befehlston jetzt andauernd anwendet, ne? Schon mal gemerkt? Schnabel. Nein. Nix gemerkt. Gibt's keinen? Würdest du mir mal bitte? Nein. Gib meine Zauber jetzt, Alter. Okay, jetzt stopp mal wirklich. Hörst du, da lacht dich sogar jemand aus gerade. Oh, du bist tot. Ja, ich bin... Das war dumm. Was? Ich überlege gerade, so, wie wird es am schnellsten... Okay, bleib so da drüben. So, jetzt da? Ich hier. Ey! Oh ja, ich kleb beim ersten Versuch. Yeah! Ne. Oh, wir haben hier unten Schleimsuppe à la... à la carte. Schleimsuppe à la carte. Schmackofetz. Gut für die Seele und für den Magen. Das habe ich noch nie gehört, aber okay. Was? Gibt es das wirklich, oder was? Gibt es das wirklich? Schleimsuppe à la carte? Ja. Das klingt irgendwie... Warum? Es gibt ja auch Haferschleim oder so. Ja, naja, Schleimsuppe. Ja, also, natürlich, ne, warum nicht? Warum nicht? Stopp! So, meine liebe Freunde. Ja, den kann ich auch, den Befehlston. Siehst du? So, liebe Freunde, ja, dann beenden wir jetzt hier diesen Part. Und es geht schon wieder ins nächste Level. Wir haben schon wieder ein schönes Level beendet. Und wie ihr sicherlich seit dem letzten Part bemerkt habt, werden wir jetzt immer versuchen, dass wir immer ein Level spielen, dann Partende und wieder. Ne? Und deswegen, ja, müssen wir jetzt hier beenden. Das Level ist zu Ende. Und ich freue mich schon auf morgen. Und, Quatsch, auf morgen, sag ich schon auf den nächsten Part. Auf die nächste. Ja, tschüssi.